Oh Gott, ich muss So, ja wie wieder sieht's niesen. aus? Ich bin bereit. Also ich bin fertig. Ja. Warten wir. Ah. 100. Auf dem Dach oder so? Nein. Dankeschön. Dankeschön. Also ich bin der Rettungsterpe. Falls irgendein Problem da ist oder so, ich rette euch. Das ist meine Aufgabe. Rettungsterpe. Das Eisding hat aber eine Verfallszeit. Ziemlich schnell. Ich dachte gerade, meine Wasserflasche wäre schon wieder leer. Aber ich glaube, das schmilzt einfach nur. Ach so. Hier alles raus. Okay, bereit, wenn ihr es seid. Ja, ich glaube, Kirk ist noch weg, oder? Echt? Er ist noch gemutet. Okay. Dann sind wir doch noch nicht alle bereit. Ja, Warum habe ich denn jetzt so eine. Kennt ihr das, wenn die Nase so juckt? Hier ist ja viele Ich Tee. wäre, glaube ich, soweit und Ja, wir sind aber mit würde. Flugdinos gleich unterwegs, nicht mit Ja, Landdinos. ich habe auch ein Dino. Wenn die Nase juckt, da habe ich so einen gehässigen Spruch auf Draufhauen. Lager. Ja, Stelle genau. merken und waschen. Da, hau raus. Jetzt draufhauen. Draufhauen, das war kein Scherz. Oh lol. Wow. Ich weiß ja nicht, Kirk. Das klingt mir nicht Fragwürdig. wie so ein Pro-Tipp. Ist auch kein Pro-Tipp. Okay. Ich versuch's mal. Naja, aber sie Nee. juckt dann nicht mehr, dann tut's einfach nur weh. Oh, Stell mal vor, aber es ich ist beides. Tut weh und juckt. werde meine 7 Samurais jetzt mal kurz hier parkieren. Ja. Wir warten auf dem Dach. Falls du bereit Soll bist. ich dir die einzelnen rein tragen? Warte, warte, warte. Oh. So. Kirk, soll ich dir ein paar reintragen ins Gehege? Achso. Ich kann die ja heben, glaube ich. Achso, die Samurai ist da. Ja. Nö. Die Ne? sind zu blöd, um zu Ich kann ja tragen. versuchen, die reinzutragen. Hi. Wenn du willst. Bah. Bin wieder da. Überraschung. Nichts Okay. passiert. Dankeschön. Vom Weg, ne? Aufbauen. Ja, hat funktioniert. Nice. Alter, dein Schwarz-Weiß-Tapir sieht ja krass aus. Und dein Vulcano auch. Leute, lasst euch gesagt sagen, so ein Nasenbruch ist nicht schön. Hattest du einen? Ich glaube schon, ja. Hast du gewonnen oder verloren? Weder noch. Okay, schade. Also, gut, war nicht. Gut. Warum Bekämpf dich. läuft jetzt hier Wetwot weg? Hä? Wie? Ich laufe weg. Ich bin hier Nein, oben. mein Warte. Saurier, Wetwot Junior. Ach so. Der ist irgendwie. Mein Gott, ich hab's in eine Raptor-Crew geschafft. Yeah. Nice. Auch in meiner Alter, Büsche wirklich. Schwarzfrist. Minotaurus. Minotaurus. Wäre fast vom Dach gefallen. Du, I don't care. Oder die heißen noch Verdient. Minotaurus hier, oder? Mehr wird sich gewesen. Es gibt Für Minotaurus, mich die weiß. schon. Ja, aber ist die doch die Mischung Was denn? zwischen Aus Adler und Löwe. Ja, das heißt doch Minotaurus, oder? Ein Stier und Stier. Löwe. Ich Ich frag hoffe mal, mich, wie Stier gut du ist ein gegen bisschen Megalodons bist. Indianie. Und dann kannst du Alter, losgehen. hier. Bulup. Hier, in meinem Aua. Inventar findest du deinen Sattel, bitte sehr. Dankeschön. So. Von mir aus kann's losgehen. Alter, bist du groß? Wo müssen wir hin? Ey! Also ich bin hier auf dem Dach. Also wir suchen ja jetzt nach Greifen. Greifen sind ja sehr wahrscheinlich auf den Bergen. Was würdet ihr davon halten, wenn wir Richtung 40-30 fahren? Weil da haben wir den allerersten Greif bei uns gesehen. Fahren tun Wobei, nur stimmt gar Zeppeline. nicht. Also 40 links und dann 30 unten. Ich weiß noch, da bei der Brücke hatten wir den ersten gesehen. Na dann los. Bereit? Pete, ich würde dir hart empfehlen, dass du besser nicht den Greifen mitnimmst, weil die werden uns die ganze Zeit angreifen. Achso, aber alle eure Viecher dann wahrscheinlich auf Passiv stellen gleich, ne?
Also, kann halt sein, dass du den Greifen verlierst einfach, Pete, ne? Ich hab 4000 Leben. Okay, ja dann nicht. Verhalten, 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 ich... Ja, da vielleicht noch nicht jetzt, aber auf jeden Fall, wenn wir einen Greifen sehen, muss das Vieh passiv sein. Passiv bedeutet aber, dass sie sich nicht wegbewegt und die ganze Zeit angegriffen werden kann. Aber auf gar keinen Fall auf Angriff oder neutral, sondern auf passiv oder passiv und fliehen oder so. Ja, wenn du auf dem Ding drauf bist, passiert sowieso nichts. Ja, schon, aber wenn du abspringst und betäuben, was wir machen, dann ist der dann aggro. Dich, Bola. Okay. So eine Vermutung, dass das nicht funktioniert. Also ich hätte halt die Brücke vorgeschlagen, weil das war der Ort, wo wir den ersten Greifen gefunden haben. Mhm. Ist der noch, wo wir zugeguckt haben, als... war das ein T-Rex? Ja, der hat doch gegen T-Rex gekämpft. Also, ich bin ja immer wieder erstaunt, wie... ihr ein Gedächtnis habt. Ich habe schon vergessen, wo wir den gesehen haben und wohin ich hätte jetzt fliegen müssen und. Ach so. ich kann nicht so, ich kann nicht so schnell irgendwie. Ja, wir warten hier auf dem Stein. Ja, du kannst aber, du speedest gar nicht, ne? Ja, weil ich fast keine Energie habe. Ja, aber speeden musst du schon. Dann sagst du halt, wenn du Pause machen musst. Aber normal flappern, das ist dann zu langsam. Ja, aber ich hätte es nicht mehr bis zu dem Stein. Ich hätte es nicht mehr bis zu dem Stein geschafft. Okay. Wenn ich schnell geflappert bin. Wie viel Ausdauer hat dein Vieh? Mein Vieh hat... Also nicht mein Vieh. 333, das hat... Braucht jemand zufällig einen Laseraufsatz? Hm? Ich hab einen Laseraufsatz. Ach, einen nee. Laseraufsatz? Ich hab auch Laser. Lese. Nee, zu lesen will ich nicht. Also mit 330 komme ich nicht so weit. Ja, ich hab auch nur 270, sehe ich gerade tatsächlich mit meinem. Boah, ist der Agentabel, ist krass. Das habt ihr Ausdauer 300 noch was oder was? Ist das der weiß schwarze, den du gesehen hattest? Ja. Also ich habe hier Ausdauer auf jeden Fall. Ich habe 400. 700, aber ich habe halt auch ein anderes Tier. Ich habe 200. Ja, okay, du hast das gleiche Tier. Ja. 1024. Wow. Ja gut. Ich hoffe mal die Baby-Tapis, die ich da hatte, haben ein bisschen mehr. Die haben auf jeden Fall mehr. Die haben jetzt schon 600 bis 800, ich habe reingelinst. Ja. Okay. Du hast doch kleine Cuties gekriegt. Aber ihr seid voll die krasse Crew. Was war das? Habt ihr das gehört? Was? Was ist los? Hat das Geräusch jemand von euch im Discord gemacht, oder was? Nee. Hä? Als sei das nicht das war. Was war das für ein Geräusch? Ah, oh, schon wieder! Was war das? Sturzflug! Sturzflug! Sturzflug? Ach so, ach der Greif kann das. Gott, ich habe nur irgendwas gehört hier in der Nähe. Ich dachte mir, alter Falter, nein, danke. Keine Lust. Ich meine, wir brauchen immer noch diesen Super-Truthahn und immer noch den, was weiß ich, für einen Boss-Born. Ich vermute ja so ein richtig fetter Truthahn-Auflauf. Ich muss anhalten. What? Ja, stell dir das mal vor. Also, weißt du, so richtig amerikanisch und das Ding verfolgt dich dann wie so ein Zombie. Nee, danke. Oh, scheiße. Was uncool. War das? Okay, also da vorne ist die Brücke, die ich meinte. Achso, Entschuldigung, braucht ihr noch Ausdauer? Ein bisschen. Okay. Ich hätte echt. Ich glaube, ich hätte den Pelagonus nehmen sollen. Echt? Das ist ein männlicher. Den Pelagonus. Oh, guck mal hoch, der Mund verschwindet gerade hinter der Wolke. Ja. Erinnert ihr euch noch hier, wo uns die ganzen Katzen angegriffen haben, wo wir dann bei diesen
diese Monkey-Dinger waren und ich dachte, jetzt kommt der Monkey King, der uns hier killt. Hier Monkey unter uns. King. Oh Gott, da ist ein T-Rex. Das Flug. Oder ist das ein Allosaurier? Das ist ein Allo. Okay. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Hier eventuell den Kömmel ziehen? Oh, guck mal. Hier ist ein ganz schwarz-blauer Agentavis. Oh, richtig abgefallen sieht der aus. Der hat aber, glaube ich, kein hohes Level. Ist ja nicht schlimm. Ja. Ist aber einfach nur hübsch. Weil dann ist es halt nicht so gut zum Züchten. Ja, ja, natürlich. Ach, ja. Aber ich wollte nur sagen, guck mal, was ich entdeckt habe. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Grüßstrumpf. Das sieht schon cool aus. Mich auch. Okay, also da vorne ist die Brücke. Da hatten wir unseren ersten gesehen. Agentavis. Ah? So, hast du den gepöbelt oder was? Nö. Das klingt nach dir, Pido. Aller Pöbler. Hier habe ich auch gestern meinen gefangen. Hier? Noch mehr Agentavis. Also hier in der Nähe? Mhm. Hier oben drauf oder wo? Hier rechts irgendwo. Hier rechts? Leute, haltet mal Augen und Ohren offen. Hier könnte mein Kermit irgendwo lauern. Wir gucken, wir finden dein Kermit noch. Die waren aber eher hier unten in der Schlucht drin. Die waren unten? Nicht oben. Sollen wir uns dann hier mal kurz... Müsste der nicht mittlerweile verhungert sein, der Kermit? Nee, tatsächlich lebt er noch. Lebt noch anscheinend. Also ich würde mal kurz hier ein bisschen seitlicher fliegen, um zu gucken, ob hier einer ist. Was sehe ich hier? Oh Gott, ein U-Tyrannus. Nee, danke. Das ist kein U-Tyrannus. Doch, ich glaube schon. Doch. Ist er. Ja. Kezal begrüßt mich hier und ein ganz grün-schwarzer Agentavis. Mir ist kalt. Ja, mir auch. Was? Anziehen. Die Zwiebeln gibt's gar nicht. Also ich würde mal Richtung Brücke fliegen. Auf der anderen Seite hatten wir den Greif das erste Mal gesehen. Du sagst tiefer, Pete. Hier tiefer. Meine, ich habe gestern zwei das gehabt. Okay, also gucke ich auch ein bisschen tiefer gleichzeitig. Ich hatte einen auf 81 und einen auf 54. Ist das jetzt ein Breitengrad oder ist das jetzt das Level? Das war das Level. Ja, Level ist mir egal, sondern erstmal ist wichtig, wo du die entdeckt hast. Also auf welcher unten. Höhe. Ganz unten. Mhm. Ganz unten? Ja. Ist das das okay. Oder ist das der Greif? Ach, bin ich. Dann lande ich hier erstmal in der Mitte. Treffen wir uns bei der Brücke? Da oben. Mhm. Seid ihr in der Nähe? Jo. Ein da. Der Drop kommt langsam runter. Greif, 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 greif. Meine Ausdauer schwächelt. Mikroraptor sehe ich. Ziemlich cool aus hier. Goldene Drop da hinten. Sieht auch richtig faszinierend aus. Greif. Also ich kann keinen hier sehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wollen wir mal hier vorfliegen und dann mal nach links? So weg von dem kalten Gebiet? Ja, ich bin auf der anderen Seite schon bei dem warmen Gebiet. Also ist so eine Schneeflocke. Wo bist du? Nicht auf der Schneeseite der Brücke, sondern auf der warmen Seite der Brücke. Hier, einfach. Ach so. Hier. Was denn? Ich bin weiter geflogen. So, ihr seid hinter der. Oh, ich glaube, es ist Tim. Tim, hallo.
Bist du das? Brücke. Nice. Oh ja, ich sehe auch Marco. Guten Morgen. Hallo. Hi. Okay, kurz hier pausieren. Also wir hatten hier rechts den ersten gesehen. Achtung, Raptor. Ja, ich sehe es. Rechts den ersten was? Wir hatten hier den ersten Greifen gesehen, hier oben. Das war der erste, den wir gefunden haben. Da hinten, da haben wir den Beobachter wieder darunter gestürzt ist und gegen einen Dingsbums gefaltet hat. War nicht der erste Greif, in den du random reingelaufen bist? Das ist der hier. Das war genau hier. Das war der hier? Das war genau der hier. Mhm. Hier. Da kam ja auch deine T-Rex dazu. Genau hier. Damals. Aber einen Greifen kann ich nicht sehen. T-Rex zum Glück auch nicht. Ich bin nur ein Text. Mr. Chicken, wow. Ich sehe einen. Hab einen, hab einen. Moment. Beim Tech-Stego. Tech-Stego. Ich sehe halt keinen Tech-Stego. Aber okay, nice. Links, 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 links rum. Beim Tech-Stego für keinen gesehen. Tech-Stego. Links. Fahr ich doch. Links. Noch mehr links. Ja, links. Von Wiebke links hier vorne. Ja. Ich bin blind, glaube ich. Dann lass uns doch alle in der Nähe treffen, einmal. Wo sind denn die anderen? Auf der Brücke. Okay, also Marco, du musst jetzt, wenn du die Brücke lang gehen würdest, nicht zum Skigebiet laufen, sondern zum anderen Gebiet. Soll ich dem helfen gegen die Stegos, dass der nicht... Ja, gerne, dann hol ich die anderen ab. Ich komme. Geht mal bitte ans Ende der Brücke, nicht zum Schneegebiet. Seht ihr mich? Genau, nee, Kirk, nicht abbiegen, du musst rechts. Nee, jetzt musst du einmal dich komplett umdrehen. Ja, genau, jetzt geradeaus. Da sind wir. Siehst du uns? Perfekt. Ist ganz praktisch, dass du den goldenen Pelagornis hast. Okay, wir müssen hier lang, in diese Richtung. Kommt ihr mit? Passt das noch? Ich brauche ein bisschen Zeit, Regeneration. Ja. Mache ich auch hier kurze Pause. Beim Kani. Ja, die gucke ich gerade auch gerade großer Sorge an. Oh nein, das wusste ich nicht. Kann mal bitte jemand Fleisch in mein Tapir machen, weil der hat gerade einen Kibbel gegessen. Das wusste ich nicht. Ich helfe dir eben. Kannst dir, musst du nicht helfen. So. Ich habe schnell aus dem Inventar rausgenommen. Hm. Ja, sorry. Kann ich mir von dir Fleisch klauen, Gommel? Nope. Ist eine Menge da. Oh, das ist lieb von dir. Ich nehme mir so zwei Stacks raus, wenn das okay ist, ja? Das ihr müsst helfen, mehr. Sonst stirbt er. Ja, okay, ich helfe. Der greift. Komme, ich komme, ich komme. Wo ist er? Er hier, hat Piet gesagt. Da. Nicht angreifen. Nee, nicht. Erstmal Betäubung. Aber wir müssen erstmal nicht die. Betäuben. Erstmal den. Es sind sogar zwei Schere. Greifen, ne? Der eine bin ich. Ach so. Sehe halt nur sowas bluten. Oh, der blutet aber ganz schön. Heftig. Ja, das ist der Greif. Also wir müssen den Techo killen. Ja. Okay. Der wird ziemlich sicher sterben. Können wir ja probieren, dass wir den Techo killen. Der Tech ist irgendwie unbesiegbar, ich kann ihn nicht angreifen. Schon wieder? Nee, doch, ich kann ihn angreifen. Also ich habe einmal getroffen. Der Greif ist hinüber. Bitte? Der Greif ist tot. Schade. Der Tech-Stego ist 100. Level 100? Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber der Drop, der hat hier irgendwie. Der schießt mit Lichtern auf mich. Der Drop? Echt? Ja, ich mach mal ein Foto. Meinst du so Strahlen? Ja. Achso, ja, das könnte sein. Das ist so ein. Das hatte ich auch schon mal. Das sind so Lichtreflexe vom Game. Ich glaube, das macht nicht so viel. Ah. Schade. Nahrung, ein bisschen snacken hier. Snack weg.
Okay, guck mal weiter. Seid ihr bereit? Wir bräuchten irgendwie so eine Strategie, dass wir uns so ein Itzi aufteilen, um besser gucken zu können. Was ist das da drüben für ein See ist? So ein grüner, ne? Sollen wir mal zu dem grünen See fliegen? Können wir machen. Kirk? Bin unterwegs, ja. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Öl oder so. Okay, geht's. Zurück. Bitte? Was ist los, Tim? Ich hab auf CD gedrückt, aber alles gut. Ach, du bist runtergefallen. Ja, ein bisschen planschen. Hier ist nichts drin. Sieht irgendwie weird aus. Nicht ein Fisch. Flieg mal den Wasserfall da hoch. Was? Eine Höhle da oben. Ja. Oh. Kommst du dran? Ja, jetzt. Aber es ist sehr kalt hier drin. Mir nicht. Ich Echt? Bin auf dem Boden und ich hab nix. Bist du den Wasserfall reingedingst? Ja. Na, du musst weiter rein, Kirk. Okay. Okay, ja, mit. Ja, echt? Nein, ist er nicht, ist er nicht. Oh, wow. Entschuldigung. Aber wir sind an der Stelle, wo wir Kermit gesucht haben. Deswegen dachte ich mir, bringe ich den mal. Das ist auch Kermits Stelle. Ja, das macht mal sehen. Ich bringe auch gleich mal was. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass ihr das so krass aufnehmt. Ah. Ich hab mich schon gefreut. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ah. Ich bin mir fast wie Miss Piggy vorgekommen. Es tut mir leid. Aber wenn ich Kermit finde, dann sag ich das nächste Mal, ist wirklich Kermit oder so. Keine Ahnung. War schon sehr lustig. Entschuldigung, ich konnte einfach nicht widerstehen. Was ist das denn? Ich habe noch nie so einen Teko gesehen. Der hat eine unglaublich komische Farbe. Sieht richtig hässlich aus. So ein Tech ging ins Kirchen. Deckrindeck. Erstmal alles aufgeschoben. Und alles Aggro ja, ja. auf mich. Das Frischfleisch. Ach. Ja, ich muss gleich wieder Nase putzen. Aber krass, was wir gerade vor einem Pech haben, kann das sein? Hm? Und gerade voll das Pech. Oh. Taucht nichts auf. Musik. Hab ich Level Up? Einen Augenblick. Vielleicht Kampfmusik oder so. Nee, ich hab einen Level Up. Ah, okay. Komm gleich wieder. Das ist ein Kaki? Ein Kaki. Oh, gut, genau, dass wir schon mal einen gefunden haben. Einfach nur daneben und guck zu. Steh da und sitzt auf dem Cricket und macht keinen Finger. Ja, wieso greifst du auch die letzten Tiere an? Warum nicht? Ja, von da stürzt die Gewalt nicht. Ich glaube, ich baue mir den Wasserkocher direkt hier neben meinen Schreibtisch gleich auf. Der ist schon wieder leer. Das kochende Wasser. Kann ich so einen Durchlauf machen? Hier kippe ich das ein, mitsamt den Teebeutel am besten. Und dann kann ich so mit Strohhalm die ganze Zeit den Tee trinken. Nein. Habt ihr schon mal ein heißes Getränk mit Strohhalm getrunken? Ja. Verkaufen. Hast du einen Augenblick? Ja, warte. Wie ein Kermit? Wo muss ich hin? Wegen was anderes. Ich habe gerade eben was entdeckt, was du bei Zeiten mal fixen solltest. Oh ja, sag mir, wo ich hinfliegen soll und ich komme. Ach so, warte, was ich fixen muss. Ja. Oh, was denn? So ein Link. Also soll ich jetzt?
Oder. Nee, nicht unbedingt jetzt, aber bezahlten. Sonst kriegst du kein Trinkgeld. Ach so, ach, ist kaputt. Oh. Ja, das kann sein. Hast du deine Okay. alten Nick da drin? Ach so, oh. Ja, das erklärt's. Ich dachte Ach, einfach, deswegen meine. kommt hier kein Ich dachte, Geld rein. meine Streamqualität ist halt nicht so gut und ich bin halt ein Kack-Streamer. Kann ja sein. Da dachte ich mir, okay, ist ja kein Problem. Ja, das ist natürlich witzig. Gut, das 3 Monate habe ich das jetzt schon so. Ja, gut. Egal. Oh mein Gott, ich hatte 3 Monate und die spinnen die Hosen nicht mehr an. Ach Quatsch, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, ihr Ist seid es am schlimm, wenn mein Start. Nacken durch die Gegend rennt? Ja, ich meine, dank Dobser bin ich sowas ja gewohnt. Ne? Der hat ja ständig seine Hosen aus. Apropos Dobser, er möchte bald wieder mal hier vorbeischauen. Echt? Hat er sich gemeldet? Ja, Nice. ich habe den altmodischen E-Mail-Weg genommen und gesagt, ey, was ist da los? Aber mir möchte ich nicht verraten, weil ich weiß nicht, wie viel ich hier sagen darf. Aber er hat gesagt, er guckt, dass er bald wieder vorbeikommt. Und vielleicht auch uns tatkräftig unterstützt. Komm, will, Dobser kennst du nicht, aber Dobser ist Wir unser gehen uns Mann, freuen. der das regelt. Also wenn es Er einer macht's regelt, dann einfach ist das Dobser. alles. Er regelt alles, egal Alles? was. Er regelt einfach. Eine Und es kurze gibt auch, Frage, ich ja. habe ja kurz pausiert. Wo finde ich euch jetzt? Wo bist du denn? Ich bin auf der Minimap bei circa 40-40. Du bist bei dem Wasserfall, oder? Nee, 40-40. ich sehe hier die Brücke. 40-40. Alles klar. Können wir alle dahin fliegen? Vielleicht ist da ja noch so ein kleiner Dude. Ich muss mir mal kurz gleich einen Tee machen, fürchte ich, Leute. Entschuldigung. Ich kann das hier so machen, ich setze mich vorne auf den Tapir und jemand pfiffelt mich. Nee, geht nicht. Wenn du sitzt, geht Wo nichts. bist du? Hast du Doch, doch doch. erzählt. Ja, aber wenn ich vorne Muss am da Tapir oben. sitze, ist das ein Ach Unterschied. so. Dann kann ich den nicht lenken, weißt Stell du? dich hin, setz dich hin, ich pfiffe. Okay. Oder Aber setz dich bei mir drauf, genau. Oder ich setze mich bei ja, dir. kurz Moment, ich habe gerade im Gefühl, ich muss da drüben gucken. Da Kannst ist du nämlich gucken? bestimmt ein. Habe ich gerade hart im Gefühl. Wenn ich da jetzt gucke, dann Ich ist sitze auf da. der Brücke. Okay, mein Dann Gefühl komme ich war rüber. sehr falsch. Schade. Ich hatte so ein gutes Gefühl gerade. Leute. Kam so über mich. Bin ich so müde? Welche Brücke? Anscheinend sprechen wir nicht von der genau selben Brücke. Du meinst Die diese große große. Brücke, oder? Die große, die man nicht verfehlen kann, wo Löcher am Boden Die, sind. wo wir. Genau, die, wo wir waren. Ja, ich Da, wo sehe wir da mal jemanden. runtergesegelt Das sind. bin ich. Hi, Kirk. Nö. Okay. Sehr schön. Okay. Upsi. Und wir sind Marco, wo direkt von bist hier du? geflogen. Hinter dir. Hint? Achso, oh. Die ganze Zeit schon? Sorry. Ja. Ich bin auch bei der Okay. Brücke. Was ist denn? Wie kann ich denn nach vorne? Kommen schon Libellen. So. Jetzt muss ich B dann gedrückt halten, Passagiersitze vor der Sitz. Vorder Vordersitz. Okay, kannst mich verfüllen. Oh mein Gott, witzig. Es fühlt sich an, als hätte ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Ist ja Okay, ich echt mach mal cool, dass eben. das geht. Da können ja quasi 2 Leute kostenlos mitfliegen. Stimmt, Ist das ja. nicht kostenlos? Ja, das braucht ja keine Ausdauer. Be right back. Stimmt. P.